Liebe Sternenfreundinnen und Freunde, wir gehen jetzt in die heiße Phase mit dem Transit von Kampfplanet Mars. Aber wir bekommen auch wieder kosmische Geschenke, vor allem einen schönen Lottoaspekt, der einen überraschenden Geldsegen oder sogar einen Lottogewinn anzeigen kann. Mehr dazu und die Tendenzen für alle Sternzeichen gibt es gleich hier in diesem Video. Herzlich willkommen bei Antonias Sterne, eurem Astrologiekanal und Podcast mit den Tendenzen für die 12 Sternzeichen im Oktober 2020. Die Timecodes, wann jedes Sternzeichen beginnt, findet ihr unten in der Videobeschreibung. Vorher erfahrt ihr aber gleich noch mehr zum Lottoaspekt und zum kosmischen Überblick. Und es gibt auch wieder eine tolle Verlosung. Und zwar könnt ihr diesmal ein Exemplar meines wunderschönen neuen Wandkalenders gewinnen, den Antonias Sternekalender. Außerdem gebe ich gleich hier Bescheid, wer bei der Verlosung im September gewonnen hat. Also bleibt dran. Jetzt möchte ich euch noch ein paar wichtige Infos zur Zeitqualität geben, denn die stellt für viele eine große Herausforderung dar. Vom 28. September bis 19. Oktober haben wir eine ganz heiße kosmische Phase mit dem rückläufigen Mars. Der zeigt, dass es jetzt viele Frustrationen gibt, dass Prozesse feststecken, dass wir nicht so können, wie wir wollen, dass wir uns ausgebremst fühlen und dass wir ständig unter Zeitdruck stehen. Es ähnelt dem Gefühl, im Stau zu stecken. Empfehlen möchte ich euch dazu auch mein Special über den Mars im Widder und auch das Mars-Update. Da bin ich ausführlich auf die Rückläufigkeit eingegangen. Und am 14. Oktober wird auch noch der Merkur rückläufig, und zwar bis zum 3. November. Das trägt dann auch noch dazu bei, dass vieles nicht rund läuft. Da müssen wir jetzt geduldig sein und uns in Gelassenheit üben. Wir brauchen Balsam für die Seele, und dazu habe ich auch noch einen Livestream gemacht mit vielen Tipps, wie wir jetzt gut durch diese Zeit kommen. Das kosmische Geschenk in diesem Monat ist ein besonderer Aspekt zwischen Venus und Uranus, und der kann sowohl angenehme Liebesüberraschungen bringen als auch einen unerwarteten Geldsegen, je nachdem, wie ihr zu eurem persönlichen Horoskop steht. Dieser Aspekt, ich nenne ihn Lotto-Aspekt, ist vom 7. bis zum 12. Oktober aktiv und ihr könnt ja mal schauen, ob er euch im Lotto oder auf andere Weise Glück bringt und mir das gerne hier in den Kommentaren zurückmelden. Und es passiert noch was ganz Wichtiges in diesem Monat. Am 21. Oktober geht die Lilith in den Stier, nachdem sie vorher 9 Monate im streitbaren Widder verbracht hat. Das bringt dann eine spürbare Veränderung der Energie und auch ein bisschen Erleichterung. Denn dann befindet sich Lilith im Herrschaftsbereich von Liebesgöttin Venus, also in der weiblichen Energie, und dort kann sie sich ganz anders entfalten. Zu Lilith im Stier habe ich auch ein Special geplant. Deswegen abonniert doch einfach meinen Kanal, da könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn das Special und auch andere wichtige Videos und Livestreams online gehen. Und jetzt kommen wir zur Verlosung. Und da habe ich diesmal etwas ganz Besonderes für euch, nämlich meinen völlig neuen, wunderschönen Antonias Sternekalender mit den wichtigsten Aspekten und Mondeinflüssen für jeden Tag. Den Kalender könnt ihr jetzt über meine Homepage bestellen und einen davon verlose ich im Oktober. Wie ihr den Kalender gewinnen könnt, erfahrt ihr am Ende des Videos im Service-Teil und der Timecode dazu steht auch unten in der Videobeschreibung. Wer gewonnen hat, das gebe ich dann im Sternzeichen-Video vom November bekannt. Und hier ist meine Gewinnerin aus der Verlosung vom September. Eine schriftliche Jahresvorschau geht an Kirstin Undine Stein. Herzlichen Glückwunsch! Bitte schreibt mir eine E-Mail an die unten eingeblendete Adresse service@antonialangsdorf.com, damit wir dir deine Jahresvorschau zukommen lassen können. Jetzt geht es aber los mit der Vorschau für den Oktober und für die 12 Sternzeichen, und wir beginnen wie immer mit den Widdergeborenen. Hallo, ihr fabelhaften Widdergeborenen und Widder-Aszendenten. Wir sind jetzt in der heißen Phase der Rückläufigkeit des Mars. Es sieht so aus, als müsstet ihr euch mit dem Thema Macht und Autoritäten auseinandersetzen. Sei es, dass ihr mit Vorgesetzten oder Vorschriften seitens Ämtern zu kämpfen habt, oder sei es, dass ihr durch eine Vaterfigur im persönlichen Leben herausgefordert werdet, oder auch durch das Thema Vaterschaft ganz allgemein. Und wenn ihr im März geboren seid, gibt es vielleicht auch ein wichtiges Gesundheitsthema, das mal in Angriff genommen werden muss. Und weil eben der Mars rückläufig ist, geht vieles nur zäh voran oder klappt nicht auf Anhieb.
Wütend werden nützt dabei gar nichts. Das scheint die Sache nur noch mehr zu verlangsamen. Da könnt ihr direkt zum Vollmond am 1. Oktober mal reinspüren, denn der aktiviert diese Konstellation. Sowohl ein mögliches seelisches oder körperliches Gesundheitsthema, als auch die Neigung, sich aufzuregen. Außerdem ist das Thema Partnerschaften für euch diesen Monat sehr wichtig, denn sowohl der Vollmond als auch der Neumond am 16. Oktober aktivieren eure Beziehungsachse. Gerade in festen Beziehungen passt auf, dass ihr keinen Ärger nach Hause tragt oder gar am Partner auslasst. Das könnte sonst zu einem Krach führen. Für Singles ist dieser Vollmond dagegen eher prickelnd. Ein romantischer Flirt könnte euch da sehr schön von euren sonstigen Baustellen ablenken. Generell gilt für diesen Monat: Rückschläge dürft ihr nicht persönlich nehmen. Die Rückläufigkeit des Mars betrifft ja alle irgendwie. Es ist, als würde man im Stau stehen und den anderen geht's auch nicht besser als einem selber. Ihr könnt euch dazu auch nochmal meinen Livestream mit dem Mars-Update anschauen. Da bin ich da ganz ausführlich auf diese Problematik eingegangen. Also nicht die Geduld verlieren. Ihr müsst euch jetzt an das Tempo anpassen, das vorgegeben ist, und einfach eins nach dem anderen erledigen. Und lasst euch bloß nicht hektisch machen. Die heiße Phase geht bis zum 19. Oktober und immer wieder geht es darum, wer Recht hat oder wer die Macht hat, irgendetwas durchzusetzen. Und dann muss man sich fragen, welchen Preis zahle ich dafür, dass ich jetzt Recht habe oder mich durchsetze? Macht euch klar, dass Konflikte und Auseinandersetzungen, die jetzt entstehen, längerfristige Folgen haben und viel Schaden anrichten können. Ihr müsst also wirklich sehr achtsam damit sein, wie ihr mit euch selbst und anderen umgeht. Und lasst euch nicht von Ärger und Frustrationen zu spontanen, unbedachten Aktionen hinreißen. Immerhin scheint die Stimmung am Arbeitsplatz einigermaßen gut zu sein. Die Kollegen sind freundlich und hilfsbereit und es gibt originelle Lösungsansätze für Problemsituationen. Auch Ärztinnen und Heiler sind jetzt freundlich und zugewandt zu euch. Bei euren Finanzen solltet ihr wichtige Entscheidungen in den ersten beiden Wochen des Monats treffen. Das gilt sowohl für geschäftliche Partnerschaften als auch in euren festen Beziehungen, beispielsweise für eine gemeinsame Anschaffung. Der Lottoaspekt vom 7. bis 12. Oktober steht günstig für euch, sodass ihr mit einer überraschenden Zuwendung rechnen könnt, vor allem im beruflichen Bereich. Am 14. Oktober wird der Merkur rückläufig und das bis zum 3. November. Dann könnte es sein, dass das eine oder andere rückgängig gemacht wird. Für die Liebe gilt, dass Singles in den ersten drei Wochen recht prickelnde Chancen haben. Wichtig ist, dass ihr auch auf euer Gegenüber eingeht und nicht nur über euch selbst und eure momentanen Schwierigkeiten redet. Am 16. Oktober ist Neumond in der Waage in eurem Partnerhaus und vielleicht ist das eine gute Zeit für eine Bestandsaufnahme. Der rückläufige Merkur ist ja immer gut für eine Innenschau und einen Rückblick. Und bevor ihr jetzt neue Impulse in eure Beziehungen gebt, ist es wichtig, dass ihr zurückschaut, was bisher gelaufen ist. Wenn euer Partner oder Partnerin auch offen für Astrologie ist, dann setzt euch doch zusammen und schaut, wo ihr Probleme mit dem rückläufigen Mars habt, also wo ihr aufgehalten werdet, keine Zeit habt, unter Druck steht und nicht so könnt, wie ihr wollt. Und dann überlegt, wie ihr damit konstruktiv umgehen könnt. Denn die Rückläufigkeit dauert ja noch bis Mitte November. Trotzdem, die gute Nachricht ist, nach dem 19. Oktober ist die allerschwierigste Zeit ausgestanden. Und am 21. Oktober seid ihr auch durch mit dem Transit der Lilith durch euer Zeichen. Die wilde Göttin zieht dann weiter in den Stier. So schön es auch ist, ihre Inspiration zu bekommen, im Zusammenspiel mit dem Mars wirkte der Transit zuletzt doch sehr aufwühlend. Ein Teil eurer inneren Aufgeregtheit kann also dann zur Ruhe kommen. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion. Sie aktiviert dann den Bereich eurer festen, verbindlichen und intensiven Beziehungen. Und am 28. wandert die Venus in die Waage und aktiviert euer Partnerhaus. Das heißt, Beziehungen und Partnerschaften bleiben sowohl für Festliierte als auch für die Singles für den Rest des Monats und auch im November ein wichtiges Thema, das nach Beachtung und Heilung strebt. Je bewusster und freundlicher ihr mit anderen umgeht, desto besser kommt ihr durch diese Marszeit. Und dann gibt es vielleicht zu Halloween einen Grund zum Feiern und sei es auch im kleinen Rahmen. Hallo, ihr fabelhaften Stiergeborenen und Stieraszendenten. In den ersten beiden Wochen des Monats dürfte euch vieles gelingen, trotz rückläufigem Mars, denn viele wichtige Konstellationen stehen auch günstig zu euch.
Aber es kann euch natürlich passieren, dass es durch andere Menschen, mit denen ihr beruflich oder privat zu tun habt, Verzögerungen und Rückschläge gibt. Für das Stierkollektiv finden die Mars-Aktivitäten im versteckten 12. Haus statt. Das kann Störeinflüsse anzeigen, denen ihr zunächst gar nicht auf die Spur kommen könnt, durch Dinge, die hinter eurem Rücken passieren. Mancher Stier schläft im Moment auch einfach schlechter als sonst und fühlt sich etwas schlapp und energielos, weil diese Konstellationen eure Träume beeinflussen. Besonders zum Vollmond am 1. Oktober solltet ihr euch nicht wundern, wenn ihr nicht in den Schlaf findet. Außerdem ist euer gesundheitlicher Bereich bis zum 19. Oktober etwas angeschlagen. Schaut, dass ihr euer Immunsystem gut pflegt und euch nicht unnötigen Ansteckungsrisiken aussetzt. Der wichtigste Einfluss für euch ist Uranus in eurem eigenen Zeichen und das kann euch ungewöhnlich ungeduldig machen, wenn es nicht nach eurem Plan läuft oder ihr nicht in eurem Tempo arbeiten könnt. Entspannt euch und habt Verständnis dafür, dass im Moment einfach vieles nicht so läuft wie gewünscht. So ist halt die kosmische Großwetterlage. Jetzt aber zu den guten Nachrichten. Liebesgöttin Venus steht ab dem 2. Oktober praktisch für den Rest des Monats ganz wunderbar zur Stiersonne. Auch die großen Player im Steinbock stärken euch weiter den Rücken und der sanfte Neptun verhilft euch zu einer guten Intuition und verständnisvollen Freunden. Deswegen werdet ihr so manche Querelen, mit denen sich andere herumschlagen, leichter wegstecken und vieles wird sich trotz anfänglicher Schwierigkeiten doch dann in eurem Sinne entwickeln. Vielleicht solltet ihr auch darüber nachdenken, wie ihr anderen jetzt beistehen oder helfen könnt, die mehr Schwierigkeiten haben als ihr. Bis Mitte Oktober habt ihr eine produktive Phase und diejenigen von euch, die kreativ und selbstbestimmt arbeiten, dürften in einen schönen Flow kommen und richtig gute Ideen haben. Schwierig ist es nur dann, wenn ihr von anderen abhängig seid, die nun selbst nicht weiterkommen. Für die Liebe stehen die Sterne sehr günstig, sei es für sinnliche Erotik und kuschelige Zeiten zu zweit oder Entspannung bei gemeinsamen Hobbys mit eurem Partner oder netten Menschen. Auch finanziell sieht es in der ersten Monatshälfte gut aus. Vom 7. bis zum 12. haben wir den Lotto-Aspekt, dann könnt ihr auch tatsächlich mal Lotto spielen, da habt ihr reelle Gewinnchancen. Wenn ihr finanziell etwas zu regeln oder zu verhandeln habt, macht das unbedingt noch vor dem 14. Oktober, denn dann wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 3. November und es läuft nicht mehr so rund. Ihr wisst ja, der rückläufige Merkur bringt Missverständnisse und Verzögerungen und dabei aktiviert er dann auch noch Unruhestifter Uranus und das Ganze bei euch auf der Beziehungsachse. Das heißt, entweder ihr selbst oder eure Partner und Geschäftspartner ändern Pläne und es kommt zu Störungen in den Abläufen. Plant also für die zweite Monatshälfte genug Luft im Kalender ein, um flexibel reagieren zu können. Singles auf Flirtsuche können dann auch erleben, dass zum Beispiel Verabredungen platzen oder dass man sich nicht findet, weil einer das Handy vergessen hat oder etwas in der Art. Trotzdem solltet ihr bei vielversprechenden neuen Liebschaften nachsichtig sein, denn die haben das Potenzial, sich zu was Festerem zu entwickeln und zu was Wichtigem in eurem Leben. Also nicht gleich aufgeben, wenn am Anfang was schief läuft. Der Neumond am 16. Oktober in der Waage aktiviert beim Stierkollektiv die Themen Gesundheit und Berufsalltag. Liegt da vielleicht was im Argen? Dann ist es eine gute Zeit, zurückzublicken und nach den Ursachen zu forschen, um dann zu überlegen, wie ihr in den kommenden Wochen oder auch im nächsten Jahr damit umgehen wollt. Ab dem 3. November könnt ihr das dann in die Tat umsetzen. Am 21. Oktober passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Da geht die wilde Lilith aus dem Widder in euer Zeichen Stier und das kann euer Lebensgefühl für die kommenden 9 Monate spürbar verändern. Sie bringt euch mit inneren Sehnsüchten und instinktiven Kräften in Verbindung, die ihr vielleicht in der Vergangenheit verdrängt hattet, um nicht unangenehm aufzufallen. Lilith fordert euch auf, authentisch zu euch selbst und den Ecken und Kanten eures Charakters zu stehen, ohne ängstlich zu schauen, ob es anderen passt oder nicht. Dadurch werdet ihr kompromissloser und das kann sowohl euer Privatleben als auch eure geschäftlichen Verbindungen beeinflussen. Es ist aber auch eine sehr kreative und sinnliche Zeit. Dazu wird es natürlich auch ein Lilith-Special geben und wenn ihr meinen Kanal abonniert, dann könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn neue Videos bei mir online gehen. Am 23. Oktober geht dieses Jahr die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euer Beziehungsleben.
Auch wenn es bis zum Monatsende noch Missverständnisse geben kann, spürt ihr vielleicht schon, dass es in euren Beziehungen oder Flirts besonders intensiv und leidenschaftlich wird. Und das setzt sich fort bis Ende November. Hallo, ihr zauberhaften Zwillinge und Zwillinge-Aszendenten. Wie kommt ihr eigentlich so klar mit dem rückläufigen Mars? Euer Sternzeichen ist ja nicht so eingezwängt in diese schwierigen Aspekte. Vielleicht kommt euch nun häufiger die Rolle zu, anderen helfend zur Seite zu stehen. Ich denke mal, die Therapeuten und Heilerinnen unter euch haben gut zu tun, oder? Zumal ja auch der aufsteigende Mondknoten bei euch im Zeichen steht. Und das bedeutet, dass euer Einfluss steigt und die Leute ganz allgemein auf euch achten und hören. Also habt ihr jetzt die Chance, steuernd einzugreifen, wenn ihr das wollt. Aktuell steht auch noch die Sonne in der Waage günstig und der Vollmond am 1. Oktober unterstützt eure Kreativität und Sinnlichkeit. Das ist toll, wenn ihr einen Liebespartner habt und die ersten Oktobertage sind auch sehr günstig zum Flirten und Anbandeln. Konfliktstoff sehe ich am ehesten innerhalb eurer Freundschaften, vor allem wenn ihr fest liiert seid. Da scheint es Unstimmigkeiten zwischen jemandem aus eurem Freundeskreis und dem festen Partner zu geben. Vielleicht gesteht euch auch ein Freund seine Liebe, obwohl ihr bereits fest verbandelt seid. Wenn es da etwas zu heilen oder zu klären gibt, würden sich dafür die ersten 2 Wochen des Monats gut eignen und es sieht so aus, als ob dann bald wieder Harmonie einkehrt. Mit euren Lieben bzw. auch Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, dürftet ihr im Oktober ein gutes Auskommen haben. Viele von euch haben jetzt auch Lust, das Heim schön zu dekorieren und vielleicht schon ein bisschen Halloween-Stimmung hineinzubringen. Beruflich könnte es etwas mehr Aufs und Abs für euch geben. Zum Beispiel, weil seitens eurer Vorgesetzten oder der Firma gewisse Unsicherheiten herrschen. Das wäre auch kein Wunder angesichts der aktuellen Lage. Es kann euch zum Beispiel passieren, dass ihr im Unklaren über Entscheidungen gelassen werdet oder dass ihr auch selbst eure Ziele nicht ganz genau umreißen und einschätzen könnt. Und da kommt jetzt verschärfend hinzu, dass der Merkur ab dem 14. Oktober rückläufig wird, und zwar beim Zwillinge-Kollektiv im Jobbereich. Bis zum 3. November solltet ihr dann sehr achtsam sein, was im Kollegenkreis geredet wird, und auch genau zuhören, welche Entscheidungen getroffen werden. Nicht, dass man euch die Fehler anderer in die Schuhe schiebt. Umgekehrt müsst ihr auch selbst aufpassen, dass ihr jetzt möglichst keine Fehler macht und alle Vorgänge und Abläufe sorgfältig prüfen. Ein guter Trick ist immer, Anweisungen und Absprachen nochmal schriftlich in einer E-Mail zu bestätigen. Dann könnt ihr später nachweisen, was beschlossen wurde. Möglich auch, dass Störungen durch Personen oder Umstände entstehen, die ihr zunächst gar nicht zurückverfolgen könnt, weil sie irgendwo im Dunkeln oder Geheimen bleiben. Die Konstellationen aktivieren auch Gesundheitsthemen. Es kann gut sein, dass ihr nicht so gut schlaft wie sonst, weil ihr häufig grübelnd im Bett liegt. Schaltet ihr nachts auch immer euer Smartphone aus oder wenigstens auf Flugmodus? Alle Arten von Strahlungen machen euch jetzt im Oktober besonders nervös. Auch Schwindel oder Tinnitus könnten auftreten. Dann wird es Zeit, den Stress ein bisschen runterzufahren und euch öfter mal zu entspannen. Das dürfte euch zu Hause recht gut gelingen, denn da sieht es nach Harmonie und Unterstützung aus. Wenn ihr einen festen Schatz habt, zögert nicht, ihn oder sie um Rat zu fragen. Das hilft euch jetzt sehr. Hilfe kann aber auch durch neue Menschen kommen, die euren Weg kreuzen. Und zwar zur richtigen Zeit am richtigen Ort. Das kann sich geradezu magisch anfühlen. Diese Phase reicht etwa vom 10. bis zum 20. Oktober und das ist auch ein toller Aspekt, um einen Seelenpartner zu finden. Denkt dran, Seelenpartner sind nicht unbedingt auch Liebespartner. Sie können auch auftauchen, um euch im richtigen Moment eine wertvolle Hilfestellung zu geben, die euch auf eurem Seelenweg voranbringt. Der Lotto-Aspekt vom 7. bis 12. Oktober verheißt finanzielles Glück durch die Familie oder ein Familienmitglied. Vielleicht könnt ihr ja gemeinsam an einem Gewinnspiel teilnehmen. Am 16. November ist der Neumond in der Waage und der steht günstig zu euch und kann den Beginn einer besonderen neuen Beziehung anzeigen. Generell ist das ein guter Neumond, um darüber nachzudenken, was euch Lebensfreude und Erfüllung bringt. Verbindet das mit einer ehrlichen und tiefen Innenschau. Es geht darum, was ihr wirklich wollt, um echte Seelenwünsche, nicht um oberflächliches Vergnügen. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen berufliche und gesundheitliche Themen für euch. Wenn nötig, könnt ihr dann zum Beispiel einen Termin bei einem Arzt oder Heilpraktiker machen, am besten nach dem 3. November, wenn der Merkur wieder direktläufig ist.
Am 28. Oktober läuft die Venus in die Waage und verspricht drei schöne Wochen für Geselligkeit und kulturelle Unternehmungen mit eurem Schatz und sie bringt auch erotisch wunderbare Anregungen. Hallo meine lieben Krebsgeborenen und Krebsaszendenten. Seid ihr auch ein bisschen gebeutelt durch den Mars-Transit? Dann habe ich gute Nachrichten. Ihr bekommt Rückenwind durch Liebesgöttin Venus. Aber falls sich die Belastungen dieser Tage verschärft haben, kann sich das noch bis zum Vollmond am 1. Oktober zuspitzen. Dann wird wahrscheinlich deutlich spürbar, wie stark ihr beruflich unter Druck steht, vielleicht durch wichtige Entscheidungen oder auch durch Projekte, die durch den rückläufigen Mars vorübergehend ausgebremst werden. Möglich auch, dass ihr viel Widerstand verspürt, obwohl ihr häufig den Durchblick habt und genau seht, was getan werden müsste. Das geht euch dann wieder ganz schön unter die Haut. Und für die Junikrebse können seelische Anspannungen auch auf die Gesundheit schlagen, zum Beispiel durch Magenprobleme. Doch schon ab dem 2. Oktober gibt es Linderung dank Venus, die harmonisierend auf die Stimmung wirkt. Sie schenkt euch im richtigen Moment die richtigen Eingebungen, wie ihr kommunizieren könnt, um die Lage zu entschärfen und gleichzeitig euren Punkt deutlich zu machen. Und diese günstige Tendenz hält den ganzen Monat über an. Wenn ihr es schafft, euch zu beruhigen und zu fokussieren, dann seid ihr auch sehr einfallsreich und euch kommen richtige Geistesblitze, die euch und anderen weiterhelfen. Möglich auch, dass hilfreiche Freunde oder Mitstreiter aus eurem beruflichen Netzwerk plötzlich zur Stelle sind, wenn ihr sie am meisten braucht. Insofern können die ersten beiden Wochen des Monats eine richtig produktive Phase für euch werden, bevor dann der Merkur rückläufig wird. In diese produktive Zeit fällt auch der Lotto-Aspekt vom 7. bis 12. Oktober. Freunde, vor allem solche aus eurer unmittelbaren Umgebung, können euch da irgendwie Glück bringen. Vielleicht gebt ihr gemeinsam einen Lotto-Tipp ab. In eurem Privatleben können sich die Mars-Spannungen auch bemerkbar machen. Es kann euch frustrieren, dass ihr berufliche Ziele, private Verantwortung und Liebesbeziehungen nicht recht unter einen Hut bekommt. Wenn ihr in einer vertrauten und soliden Bindung seid, könnt ihr euch sicher auf euren Schatz verlassen. Dann unterstützt ihr euch gegenseitig und wisst intuitiv, wie ihr euch helfen könnt. Und das lässt die Liebe sogar noch tiefer werden. Das hilft euch dann auch, die Kräfte zwischen Familie und Beruf gut aufzuteilen. Bittet um Unterstützung seitens eurer Familie und der Menschen, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, und ihr werdet sie bekommen. Aber wenn Dinge im Argen liegen, wenn es in eurer Beziehung oder der Familie nicht so gut läuft, dann ist es nicht so leicht, die Fäden in der Hand zu behalten. Um die Monatsmitte herum können da Konflikte entstehen, die wahrscheinlich gar nicht von euch ausgehen und die sich trotz Klugheit und Sanftheit nicht immer ausgleichen lassen. Da müsst ihr dann gelegentlich mal deutlich werden, Grenzen ziehen und Nein sagen, auch wenn es schwer fällt. Es geht nicht, dass euch Partner oder Familienmitglieder auf dem Kopf herumtanzen, während ihr beruflich stark gefordert seid. Auch wenn ihr eine neue Beziehung oder einen Flirt angefangen habt und die Person euch mit ihrer Erwartungshaltung oder Eifersucht bedrängt, solltet ihr das nicht hinnehmen, nur um nicht verlassen zu werden. Wenn ihr spürt, dass etwas nicht stimmt, dann verlasst euch auf eure Intuition, denn die ist richtig. Lasst euch nichts anderes einreden. Vor allem nicht nach dem 14. Oktober, dann wird nämlich der Merkur rückläufig und zwar noch bis zum 3. November. Das bringt zusätzlich Missverständnisse und Planänderungen, wo die Situationen kompliziert werden können. Lasst euch also dadurch nicht aus der Ruhe bringen. Ihr wart doch auf einem guten Weg und den wollt ihr doch weitergehen, oder? Der Neumond am 16. Oktober fällt bei euch in den Bereich des Privatlebens und des Wohnens. Das ist eine gute Gelegenheit, den Stellenwert von Job und Karriere gegenüber dem Privatleben abzuwägen. Müsst ihr euch im Beruf wirklich so sehr stressen? Ist das eine vorübergehende Phase oder ist das jetzt notwendig, um ein wichtiges Ziel zu erreichen? Und inwiefern können euch die Menschen, mit denen ihr unter einem Dach lebt, helfen? Das sind die Fragen, um die es jetzt geht. Der rückläufige Merkur legt nahe, dass ihr zunächst mal eure eigenen Bedürfnisse wahrnehmen solltet. Wenn ihr genau wisst, was ihr wollt, könnt ihr auch andere überzeugen. Am besten ab dem 3. November. Die stärksten Anspannungen durch den Mars-Transit sollten ab dem 19. Oktober wieder nachlassen. Dazu trägt auch bei, dass am 21. Oktober die wilde Lilith in den Stier geht und dann harmonisch zur Krebssonne steht.
Sie zeigt sich euch in den kommenden 9 Monaten durch interessante Bekanntschaften, die euch privat wie beruflich stark inspirieren können. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und das hilft euch in den nächsten 4 Wochen wieder mehr in Fluss zu kommen und eure Pläne und Ziele mit Selbstvertrauen zu verfolgen. Es ist auch eine sinnliche und kreative Zeit und sehr intensiv für die Liebe. Nur am Monatsende gibt es für einige Tage einen Herzschmerzaspekt mit Venus und Chiron. Deshalb solltet ihr darauf achten, euch nur mit Menschen zu umgeben, denen ihr voll vertrauen könnt. Hallo, ihr fabelhaften Löwegeborenen und Löwe-Aszendenten. Es sieht nach einem guten Start in den Monat aus. Ihr seid vital und kraftvoll. Der Mars steht günstig für euch, aber er ist ja rückläufig. Wie erlebt ihr denn das jetzt? Seid ihr weiterhin sehr produktiv oder spürt ihr auch diese Verlangsamung? Das kann ja durchaus auch durch andere geschehen, die dann vielleicht nicht mehr mit eurem Tempo mithalten können. Vor allem im Jobbereich können euch Kollegen und Mitarbeiter das Leben schwer machen. Vielleicht ziehen sie nicht mit, vielleicht stemmen sie sich störrisch gegen eingeführte Neuerungen, vielleicht sind sie nicht offen für eure Pläne. Das kostet dann einiges an Geduld und Nerven. Aber es mangelt euch nicht an guten Ideen, um damit fertig zu werden. Gleich am 1. Oktober ist Vollmond im Widder. Der steht günstig für euch und versorgt euch mit kreativen Einfällen. Wenn ihr in Heilberufen oder als Lehrerinnen oder Coaches arbeitet, seid ihr wahrscheinlich sehr inspiriert und auch hinderliche Umstände können euch dann nicht aufhalten. Die ersten beiden Wochen des Monats können sehr produktiv für euch verlaufen. Auch finanziell habt ihr eine Reihe von guten Möglichkeiten. Besonders die Phase vom 7. bis 12. Oktober mit dem Lotto-Aspekt ist da vielversprechend. Wenn sich da eine günstige Gelegenheit bietet, solltet ihr direkt zuschlagen. Die Gefahr ist allerdings, dass Kollegen und Mitarbeiter euch diesen Erfolg neiden. Ihr müsst dann abwägen, ob es die Sache wert ist. Ihr könnt aber auch ganz einfach mal privat Lotto spielen. Eure Liebesbeziehungen können einem gewissen Auf und Ab unterliegen. Weil ihr so viele Veränderungen zu meistern habt, bleibt unter Umständen nicht recht Zeit für euren festen Partner und der träumt vielleicht still und leise von jemand anderem. Es können sich auch Flirts im Geschäftsbereich ergeben, die euch ablenken und zu Komplikationen führen, wenn sie geheim bleiben müssen. Aber ihr versteht euch gut mit euren Freunden und netten Nachbarn, also Leuten, mit denen ihr im Alltag zu tun habt. Auch zu euren Geschwistern habt ihr jetzt einen guten Draht. Singles lernen vielleicht ganz überraschend jemanden kennen, der möglicherweise ein bisschen unpassend ist. Es können sich aber auch angenehme Flirts mit Leuten ergeben, die ihr schon mal gesehen habt oder die ihr durch euren Bekanntenkreis trefft. Am 14. Oktober wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 3. November. Es kann nun Missverständnisse, aber auch plötzliche Planänderungen geben, und zwar sowohl bei euch zu Hause in der Familie als auch bei ehrgeizigen Berufsplänen und beide Bereiche beeinflussen sich gegenseitig. Dadurch entsteht ein Spannungsfeld, das euch ein wenig nervös machen könnte. Da müsst ihr die Ruhe bewahren, denn diese Häufung von unvorhersehbaren Störungen kann sich hinziehen, zumindest bis zum 3. November, bis der Merkur wieder direktläufig wird. Andererseits kommt in der zweiten Monatshälfte mehr Harmonie in den Berufsbereich, zum Beispiel, weil ein gemeinsamer finanzieller Erfolg das Team zusammenschweißt. Ihr müsst dann halt immer dran denken, Vereinbarungen schriftlich festzuhalten und bestätigen zu lassen. Neue Verträge soll man natürlich mit rückläufigem Merkur möglichst nicht unterschreiben, aber die Arbeit muss ja weitergehen. Am 16. Oktober ist Neumond in der Waage und der steht günstig für euch, zum Beispiel um über neue Marketingstrategien und Kommunikationsformen nachzudenken. Zu diesem Neumond könnt ihr auch wichtige Geschäftspartner oder Förderer in euer Leben ziehen, also denkt doch mal drüber nach, mit wem ihr gerne zusammenarbeiten würdet. Das solltet ihr aber noch nicht gleich an die große Glocke hängen. Der Merkur steht ja noch im geheimniskrämerischen Skorpion und ist auch noch rückläufig, also noch nichts verraten. Aber ihr könnt ja schon mal das Terrain sondieren und vielleicht auch noch mal in der Vergangenheit forschen, wer euch da schon mal geholfen hat und nun vielleicht auch wieder funktionieren könnte. Am 21. Oktober passiert etwas sehr Wichtiges für euch. Dann geht nämlich die Lilith in den Stier und bildet dann für die kommenden 9 Monate einen herausfordernden Aspekt zu eurer Sonne. Sie bringt Begegnungen mit Leuten, gerade auch im beruflichen Umfeld, die euch irritieren und gleichzeitig faszinieren.
Dadurch kommt ihr in Kontakt mit euren eigenen leidenschaftlichen Gefühlen und Instinkten, die ihr vielleicht verdrängt hattet, um erfolgreich zu sein oder bequemer zu leben. Möglich sind auch schwierige Situationen mit weiblichen Führungspersonen oder eure eigene Rolle als Frau ist umstritten. Dazu wird es auch wieder ein neues Special von mir geben und wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn ich es hochlade. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für 4 Wochen den privaten Bereich eures Horoskops. Bis Monatsende kann sich das Spannungsfeld zwischen Familienplänen und beruflichen Anforderungen nochmal verstärken. Doch tragt bitte keinen Ärger nach Hause und lasst es nicht zum Streit kommen, denn eine gute Partnerschaft ist auch ein Schlüssel zum Erfolg für euch. Single-Löwen dürfen sich ab dem 28. Oktober auf eine günstige Venusphase von 3 Wochen freuen, die charmante und geistreiche Begegnungen verspricht. Hallo, ihr fabelhaften Jungfraugeborenen und Jungfrau-Aszendenten. Es sieht nach einem richtig guten Monat für euch aus, denn ihr seid begehrt, beliebt, habt viel zu tun und wahrscheinlich auch gute Erfolge zu verzeichnen. Konzentriert wichtige Vorhaben möglichst auf die ersten beiden Wochen, danach wird der Merkur rückläufig. Davon abgesehen stehen die meisten Konstellationen ausgesprochen günstig zur Jungfrausonne. Wie kommt ihr denn jetzt mit dem rückläufigen Mars klar? Beim Jungfrau-Kollektiv spielt sich der Transit im Bereich der Verpflichtungen und der festen Verbindungen ab. Die können also jetzt ein bisschen auf dem Prüfstand stehen, vor allem wohl Vertragsangelegenheiten. Auch in festen Beziehungen sind Konflikte möglich, besonders wenn ein Partner sich mehr Freiheit und Unabhängigkeit wünscht. Oder Geschäftspartner von euch kommen in Bedrängnis oder werden ausgebremst, was dann auch für euch Folgen hat. Auf diese Thematik wirft der Vollmond am 1. Oktober ein Schlaglicht. Schaut mal, was sich euch da zeigt. Wahrscheinlich stellt ihr fest, dass die Schwierigkeiten mit dem rückläufigen Mars eher durch andere Menschen in euer Leben hineingetragen werden, als durch euch selbst. Ihr habt jetzt wohl häufiger die Aufgabe, beruhigend und steuernd einzugreifen. In eurem Privatleben, aber auch beruflich, je nachdem, in welcher Position ihr seid. Besonders die Heilerinnen und Helfer unter euch sind jetzt sehr gefragt. Unterstützt werdet ihr dabei durch die Venus, die vom 2. bis zum 28. Oktober durch euer Zeichen Jungfrau wandert und eure heilende und zugewandte Freundlichkeit unterstützt. Weil der Merkur gleichzeitig durch den etwas bissigen Skorpion geht, müsst ihr nur aufpassen, dass ihr euch nicht zu kritisch äußert, auch wenn ihr recht habt. Euch entgeht natürlich wieder mal nichts und ihr erkennt den wunden Punkt ganz genau, aber wer will das schon hören? Doch mit etwas Diplomatie erreicht ihr jetzt fast alles, was ihr wollt und unterstützt werdet ihr dabei durch geniale Einfälle und originelle Menschen ebenso wie durch einflussreiche und mächtige Verbündete. Ihr könnt also jetzt viel Gutes bewirken. Eine tolle Phase habt ihr vom 7. bis 12. Oktober. Da seid ihr erfinderisch und könnt euch gut darstellen, kreativ schreiben und Visionen entwickeln. Außerdem ist es auch eine tolle Zeit für Singles, um sich zu verlieben. Und die Konstellationen sind auch finanziell vielversprechend. Ihr könnt in der Zeit Gewinne machen und solltet auch ruhig mal Lotto spielen, denn dann haben wir ja diesen Lotto-Aspekt. Praktisch der ganze Monat ist für Singles toll, um zu flirten und anzubandeln oder einfach um die Gesellschaft netter Menschen zu genießen. Wobei die erste Monatshälfte sicherlich glatter läuft als die zweite, denn ab dem 14. Oktober und bis zum 3. November ist ja der Merkur rückläufig. Für euch ist das gut zum Forschen, Nachdenken und Schreiben und wenn ihr psychologisch arbeitet, um Seelenthemen auf den Grund zu gehen. Aber ihr wisst ja, der rückläufige Merkur zeigt eben auch immer fehlende Informationen und Missverständnisse an. Auch scharfsinnige Witzchen können jetzt nach hinten losgehen, wenn euer Gegenüber sehr empfindlich ist. Deswegen seid da ein bisschen vorsichtig. Möglich auch, dass sich häufiger Pläne ändern, wobei ihr flexibel genug seid, um euch darauf einzustellen. Aber andere sind eben nicht immer so schnell wie ihr. Deshalb solltet ihr nicht leichtsinnig Vorhaben wieder ändern, wenn es nicht nötig ist. Für Singles ist die Zeit zwischen dem 14. und dem 20. etwas heikel. Da könntet ihr in der Liebe einer Illusion aufsitzen oder getäuscht werden oder jemanden falsch einschätzen. Wenn ihr euch in diesen Tagen verliebt, aber nicht sicher seid, beachtet die 90-Tage-Regel. 3 Monate abwarten, erst dann könnt ihr die Sache wirklich ernst nehmen. Der Neumond in der Waage am 16. Oktober aktiviert bei euch die Werteachse. Bekommt ihr, was euch zusteht? Habt ihr ein gesundes Selbstwertgefühl oder steckt ihr in Beziehungen eher zurück?
Und wie wollt ihr in Zukunft damit umgehen? Diese Fragen könnten euch beschäftigen. Doch gleichzeitig erhaltet ihr auch viel Wertschätzung und Aufmerksamkeit. Und das dürfte euch gut tun. Nur bei Leuten, die ihr noch nicht so gut einschätzen könnt oder wenn man euch allzu sehr schmeichelt, dann solltet ihr, wie gesagt, vorsichtig sein. Am 21. Oktober wechselt die Lilith in den Stier und bildet dann für 9 Monate inspirierende Aspekte zu eurer Sonne. Sie trägt dazu bei, euer Selbstbewusstsein und euer Charisma weiter zu steigern und dass ihr interessante Menschen kennenlernt. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann für die kommenden 4 Wochen euren Wissensdurst und eure Fähigkeit, tiefschürfend zu kommunizieren. Solange ihr euer Gegenüber nicht mit zu vielen Ideen überrascht oder plötzlich eure Pläne ändert, könnt ihr nun sehr gut andere überzeugen und verhandeln. Verträge unterschreibt ihr aber bitte möglichst erst ab dem 3. November, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Hallo, ihr wunderbaren Waagegeborenen und Waage-Aszendenten und herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. In eurem Leben ist sicher eine Menge los. Der Mars-Transit bringt euch wahrscheinlich viel Stress, aber auch einige Erfolge. Die Sonne steht jetzt in der Waage und dadurch seid ihr vital und energiegeladen genug, um mit den anstehenden Herausforderungen fertig zu werden. Berufliche Erfolge verzeichnet ihr vor allem durch die guten Beziehungen, die ihr bisher schon aufgebaut hattet. Bei Selbstständigen kommen Aufträge von langjährigen Partnern herein und außerdem ist die Zeit gut, falls ihr schreibt oder publiziert. Daraus können sich Folgeaufträge ergeben. Bei fest angestellten Waagen zeigen sich die Kollegen verständnisvoll und drücken auch mal ein Auge zu, wenn ihr aus familiären Gründen mal früher gehen müsst. Auch Homeoffice kann jetzt funktionieren und die Familie schleicht auf leisen Sohlen umher, damit ihr ungestört arbeiten könnt. Ihr müsst nur um Verständnis bitten. Die Phase mit den stressigsten Aspekten geht noch bis zum 19. Oktober. Danach tritt Beruhigung ein, also haltet durch. Und diese Stressaspekte, die befinden sich in eurem Partnerhaus und laufen in den Familienbereich hinein. Ihr seid also durch eure Partnerschaften gefordert, beispielsweise weil euer Schatz sich beruflich verändert und das hat Folgen für euer Zusammenleben. Da die Venus sich den Oktober über etwas zurückzieht, kann es auch sein, dass ihr für eine Weile aufgrund äußerer Umstände von eurem Schatz getrennt werdet und dass in der Liebe einfach nicht so viel läuft. Singles können durchaus Leute kennenlernen. Am besten geht das über gemeinsame Interessen oder die gemeinsame Teilnahme an Kursen und Fortbildungen oder auch auf Reisen. Aber es fällt nicht so leicht, sich zu verlieben. Eine weitere Baustelle ist euer privater Bereich und auch Haus und Wohnen. Sei es, dass ihr ein älteres Familienmitglied betreuen müsst oder, falls ihr Immobilien habt, dass es dort immer wieder Probleme zu lösen gibt, zum Beispiel mit Renovierungsarbeiten oder Mietausfällen. Ihr kommt einfach nicht recht zur Ruhe. Das gilt vor allem für die Oktoberwagen. Die Septemberwagen haben hingegen mit Chiron zu tun und ich beobachte, dass sie tatsächlich mit Gesundheitsproblemen zu kämpfen haben. Beides kann auch miteinander zusammenhängen. Stress und Belastungen können zum Beispiel Rückenschmerzen oder sogar auch Herzprobleme verursachen. Das Wichtigste ist jetzt, dass eure Lieben zu euch halten und mithelfen. Das solltet ihr euch direkt zum Geburtstag wünschen. Und ihr solltet auch gut zu euch selbst sein und anstreben, mal ein paar Tage eine Auszeit zu nehmen, um euch zu erholen. Auch sportlicher Ausgleich hilft im Moment vielen Waagen. Das macht den Kopf am besten frei. Mein Bruder ist Waage und fährt mit Begeisterung mit dem Fahrrad durch die Landschaft und sagt, dieser Ausgleich würde ihn unglaublich aufbauen. Der Vollmond am 1. Oktober kann ein Schlaglicht auf die Angelegenheiten werfen, mit denen ihr euch im Moment auseinandersetzen müsst. Also nicht wundern, falls ihr dann nicht schlafen könnt. Legt euch ein Notizbuch bereit, um eure Gedanken festzuhalten. Wichtige Vorhaben solltet ihr möglichst in die ersten beiden Wochen des Monats packen. Da haben wir eine besonders gute Phase vom 7. bis zum 12. Oktober und das ist auch ein Lottoaspekt. Vielleicht bekommt ihr dann eine Ausschüttung oder Zuwendung oder ihr erbt überraschend etwas. Ab dem 14. Oktober wird dann der Merkur rückläufig und das bis zum 3. November. Dann wird es unruhig, Pläne ändern sich und es wird schwierig, sich zu einigen, weil Informationen fehlen oder dauernd was dazwischen kommt. In diese Phase solltet ihr möglichst keine heiklen Projekte legen, die eine komplizierte Logistik oder Kommunikation erfordern. Haltet es einfach und übersichtlich diesen Monat, dann seid ihr auf der sicheren Seite. Am 16. Oktober ist der Neumond in der Waage und der ist natürlich sehr wichtig für euch.
Dann ist Innehalten angesagt. Ein Blick zurück und Bilanz ziehen und dann ein Blick nach vorne für die kommenden 4 Wochen, aber auch für die nächsten 12 Monate. Macht euch klar, dass sich ab Dezember das Blatt zum Besseren wenden wird. Denn dann stehen die großen Player Saturn und Jupiter vorteilhaft für euch und viele Dinge fügen sich zusammen, die euch jetzt noch unvereinbar erscheinen. Pflegt euer Netzwerk und eure guten Beziehungen. Die sind Gold wert und tragen euch bis dahin und auch noch durch das nächste Jahr. Am 21. Oktober geht die wilde Lilith in den Stier und damit aus der direkten Opposition zu eurer Sonne heraus. Dadurch könnte schon mal ein Empfinden von Beruhigung in eurem Beziehungsleben eintreten. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion. Die Sterne zeigen dann eine etwas nervöse Zeit. Da müsst ihr finanzielle Entscheidungen treffen oder Pläne ändern, die mit gemeinsamen Finanzen mit Partnern zu tun haben. Falls es hier etwas zu unterschreiben gibt, bitte möglichst erst nach dem 3. November. Am 28. Oktober läuft die Venus für 3 Wochen durch euer Zeichen und das bedeutet Rückenwind auf allen Ebenen. Wertschätzung, finanzieller Zuwachs und nicht zuletzt ein Wiederaufblühen aller Liebesangelegenheiten. Und für Singles ist dann Flirtsaison. Hallo, ihr fabelhaften Skorpiongeborenen und Skorpion-Aszendenten und ganz herzlichen Glückwunsch, wenn ihr im Oktober Geburtstag habt. Ihr startet inspiriert und fantasievoll in den Monat und besonders schön sind die Sterne, falls ihr spirituell arbeitet. Der Vollmond am 1. Oktober ist zum Beispiel sehr gut für eine Heilmeditation geeignet, da er bei euch Gesundheitsthemen aktiviert, die von der Seele herkommen. Und das Wochenende drauf würde sich sehr gut eignen, um einfach mal auszuspannen. Ihr könnt euch ganz zurückziehen, aber auch was Nettes mit Freunden unternehmen. Die Venus fördert den ganzen Monat über die Pflege von Freundschaften und gegenseitige Hilfe und Unterstützung. Beruflich hält der Monat einige Anforderungen für euch bereit. Für das Skorpion-Kollektiv befindet sich der rückläufige Mars nämlich im Bereich des Joballtags und da könnte es etwas stressig werden. Abläufe können sich verzögern oder widerspenstige Kollegen und Mitarbeiter halten sich nicht an Zeitvorgaben, vielleicht aber auch, weil sie selbst ausgebremst werden. Mein Tipp wäre, dass ihr darauf möglichst verständnisvoll und friedlich reagiert, denn Druck erzeugt jetzt nur Gegendruck. Ihr selbst seid von dem Mars-Transit vermutlich nicht so stark betroffen, sondern euch kommt eher mal die Rolle zu, helfend und steuernd einzugreifen. Sehr oft schätzt ihr die Lage ganz richtig ein. Trotzdem könnt ihr das Geschehen nicht immer so beeinflussen, wie ihr es für richtig haltet. Wenn ihr in der Rolle des Beraters oder auch Controllers seid, also jemand, der Prozesse überwacht und einschätzt, dann lauft ihr zur Hochform auf. Aber seid bitte trotzdem nicht enttäuscht, wenn es nicht gleich gelingt, eure Vorschläge umzusetzen. Dabei sind die ersten beiden Wochen des Monats noch vergleichsweise produktiv. Die beste Phase ist zwischen dem 7. und dem 12. Oktober. Das ist der Lotto-Aspekt und für euch auch ein lukrativer Finanzaspekt, vor allem wenn ihr in einer geschäftlichen Partnerschaft oder einem Netzwerk gemeinsam arbeitet. Auch eure Fantasie und Empathie sind stark angeregt. Das ist sehr günstig, wenn ihr kreativ arbeitet, kommt aber auch allen Heilern und Therapeuten zugute. In der Liebe bleibt es weiterhin insgesamt sehr prickelnd, einfach weil langfristig Impulsgeber Uranus in eurem Partnerhaus steht. Das bringt Begegnungen, die euch zu denken geben, anregen, provozieren und inspirieren. Und damit verbunden natürlich auch exzellente Gelegenheiten, mit attraktiven Menschen ins Gespräch zu kommen und zu flirten. Da kann schnell eine gewaltige Anziehung entstehen und das Ganze wird im Oktober auch noch durch Liebesgöttin Venus verstärkt. Aber auch die Festliierten können schöne und innige Momente mit ihrem Schatz erleben. Ihr solltet euch auch bei beruflichen Problemen mal mit eurem Partner besprechen. Er oder sie kann euch gute Anregungen geben und das verbindet euch dann noch mehr. Ab dem 14. Oktober kommt etwas Sand ins Getriebe, denn dann wird der Merkur rückläufig und zwar bei euch im Skorpion und das bis zum 3. November. Dann gibt es Planänderungen, es gibt Missverständnisse und Informationen fehlen. Manches läuft auch einfach zu spontan für euch ab. Sogar euer sonst untrügliches Bauchgefühl kann euch dann mal im Stich lassen, einfach weil sich jemand so unberechenbar verhält, dass selbst ihr das nicht habt vorher kommen sehen. Ich denke, ihr solltet euch flexibel darauf einstellen, aber euren Standpunkt trotzdem beibehalten, denn der ist wahrscheinlich richtig. Die anderen sehen das halt nur gerade nicht oder sind mit ihren eigenen Problemen beschäftigt.
Am 16. Oktober ist Neumond in der Waage und der aktiviert bei euch die Heiler- und Spiritualitätsachse. Vielleicht wäre es eine gute Idee, in einem Moment des Rückzugs und der Stille Situationen, die euch überrascht oder irritiert haben, nochmal gedanklich zu sortieren. Ideal ist dieser Neumond, um euch liebevoll mit seelischen oder körperlichen Bedürfnissen oder Schwachpunkten zu widmen. Ihr empfangt Eingebungen, wie ihr zur Heilung kommen könnt. Am 21. Oktober passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Dann wandert nämlich die Lilith in den Stier und aktiviert für die kommenden 9 Monate euer Partnerhaus. Sie verstärkt dann die Wirkung von Uranus und intensiviert Begegnungen mit aufregenden und provokanten Menschen, die euch aus der Komfortzone herauslocken. Sie kann auch Liebesabenteuer von großer psychischer und sinnlicher Intensität anzeigen. Und der Transit kann eure Kreativität ungeheuer anregen. Ich werde dazu auch ein Lilith-Special produzieren und wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wann es online geht. Am 23. Oktober um 0.59 Uhr geht die Sonne dieses Jahr in den Skorpion und lässt dann für 4 Wochen eure Vitalität und Lebensfreude aufblühen. Und sie aktiviert dann direkt bis zum 5. November Lilith und Uranus hier im Partnerhaus und das ist für die Singles unter euch eine äußerst prickelnde Konstellation. Mehr dazu erfahrt ihr dann im Video im November. Hallo, ihr fabelhaften Schützegeborenen und Schütze-Aszendenten. Diesen Monat scheinen berufliche Projekte ganz oben auf der Agenda zu stehen, obwohl die guten Liebestendenzen sich auch weiter fortsetzen. Ihr gehört zu denjenigen, für die der Mars-Transit nicht ganz so schwierig ist, sondern die durchaus auch Kraft und Schwung daraus schöpfen können. Aber ihr merkt natürlich auch, dass viele Menschen zurzeit ausgebremst sind und dadurch geht es vielleicht auch für euch selbst manchmal nicht so schnell vorwärts, wie ihr das gerne hättet. Bei euch kann es zum Beispiel den finanziellen Bereich betreffen. Ich habe ja schon öfter darüber gesprochen, viele Schützen haben kreative Vorhaben oder Herzensprojekte, für die sie auch geneigt sind, viel Geld auszugeben. Da kann es jetzt sein, dass ihr dabei auf Widerstand stoßt. Entweder, dass die Geldgeber nicht mehr mitmachen oder dass ihr selbst feststellt, dass es gerade nicht so recht reicht, wie gewünscht. Versucht nicht, da irgendwas zu erzwingen, sondern schaut lieber, wie ihr jetzt erstmal mit euren Mitteln auskommen könnt. Am besten geht es den Schützen, die ihr eigenes Ding machen und nicht von anderen abhängig sind. Wenn ihr fest angestellt seid, sind die Tendenzen diesen Monat zumindest in den ersten beiden Wochen recht erfreulich. Es sieht nach Anerkennung und guter Teamarbeit aus. Das kann sich auch finanziell positiv für euch auswirken. Also, wenn ihr die Gelegenheit habt, zu glänzen, dann solltet ihr die wahrnehmen. In eurem Privatleben läuft es ebenfalls rund, sofern jetzt nicht andere Aspekte in eurem ganz persönlichen Horoskop dagegen sprechen. Die Sterne verheißen interessante Begegnungen und Inspirationen durch andere Menschen, die eben auch zu einer Beziehung werden können. Möglich ist auch, dass euch eure Freunde jemanden vorstellen, den ihr interessant findet. Wenn jedoch aus Freundschaft Liebe wird, dann könnte das kompliziert werden. Da gibt es einen wunden Punkt, vielleicht Eifersucht, vielleicht weil ihr mal jemanden verletzt hattet. Da müsst ihr achtsam sein. Der Vollmond am 1. Oktober aktiviert diese Tendenz und das kann dann für Unruhe im Freundeskreis sorgen, die sich für den Rest des Monats hinzieht. Doch davon abgesehen sieht es zum Vollmond gut aus für Liebe und Flirts. Und auch der 6. und 7. Oktober sind da sehr anregend. Weiterhin gilt, dass ihr Geld und Freundschaft lieber trennen solltet. Das kann sonst zu Problemen führen. Der Lotto-Aspekt vom 7. bis 12. Oktober fällt für euch günstig in den beruflichen Bereich. Vielleicht gibt es einen überraschenden Bonus oder ihr habt finanzielles Glück durch einen guten Tipp von Kollegen. Am 14. Oktober wird der Merkur rückläufig und zwar bis zum 3. November. In der zweiten Monatshälfte kann das zu einigen Schwierigkeiten am Arbeitsplatz führen. Es gibt Verzögerungen, Planänderungen oder vielleicht auch Überraschungen, die euch zwingen, Abläufe über den Haufen zu werfen. Vielleicht werden auch hinter eurem Rücken Geheimnisse gehandelt. Vom 14. bis 20. Oktober ist da eine heikle Phase, die euch beruflich sogar schaden kann, wenn ihr nicht aufpasst. Auch ihr selbst könntet in dieser Zeit zu Fehleinschätzungen neigen. Deswegen solltet ihr Absprachen und Vereinbarungen immer zusätzlich schriftlich, zum Beispiel per E-Mail, bestätigen und Verträge möglichst erst wieder nach dem 3. November unterschreiben.
Auch für die Liebe ist die Zeit vom 14. bis 20. heikel. Ihr könntet einen Flirt am Arbeitsplatz oder in der Vorstandsetage beginnen, der zu Komplikationen führen kann. Oder ganz generell schätzt ihr vielleicht eine Liebessituation falsch ein. In der Zeit bitte alles ganz langsam angehen. In diese Phase fällt dann auch der Neumond, der ist am 16. Oktober in der Waage und lässt euch über eure Freundschaften nachdenken. Vor allem auch die neuen Leute, die ihr kennengelernt habt. Und kann auch den Beginn einer spannenden neuen Beziehung anzeigen. Grundsatzdiskussionen mit Freunden und Bekannten solltet ihr dagegen lieber vermeiden. Das könnte jetzt zum Krach führen, vor allem wenn es dabei um Finanzielles geht. Begegnet euren Freunden mit Verständnis und Diplomatie und schaut, wo ihr vielleicht ein bisschen zur Entspannung und Erheiterung beitragen könnt. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und das ist für euch der Bereich der Spiritualität und des Rückzugs. Wenn ihr spirituell arbeitet, genießt ihr sicherlich die geheimnisvolle Phase vor Halloween und zieht euch gerne mal zurück, um zu meditieren und mit euren Ahnen in Kontakt zu kommen. Tatsächlich ist der rückläufige Merkur im Skorpion ideal für Ahnenforschung und das Ergründen von Geheimnissen. Nur im Job möchtet ihr natürlich nicht, dass es Geheimnisse hinter eurem Rücken gibt und das solltet ihr auch weiterhin im Auge behalten und gegebenenfalls dann einschreiten. Am 28. Oktober geht die Venus in die Waage. Nun folgen 3 Wochen mit Einladungen und Geselligkeit und schönen Aktivitäten mit Freunden. Auch eure Lust zu flirten und die Möglichkeit, neue Leute kennenzulernen, werden dadurch angeregt. Hallo meine lieben Steinböcke und Steinbock-Aszendenten und Leidensgenossen, möchte ich fast sagen, jedenfalls wenn euch der Mars-Transit auch erwischt hat. Und vielen Dank für eure interessanten Kommentare und Beiträge. Ich als Steinbock bin voll betroffen und merke es daran, dass ich super viel Stress habe, weil mein schöner Plan, das Jahrbuch zusammen mit meinem Mann schon im Sommer zu schreiben, durch die Covid-Krise über den Haufen geworfen wurde. Und jetzt hat sich alles so verschoben, dass ich viele Baustellen gleichzeitig habe, was ich genau vermeiden wollte. Außerdem habe ich auch diverse körperliche Zipperlein, weil Chiron im Quadrat zu meinem Aszendenten steht, im Krebs. Aber ich beiße mich durch. Das macht der Steinbock ja immer so. Aufgeben ist keine Option. Tja, und vielen von euch geht's eben genauso. Der Mars stresst die Januarsteinböcke, während die Dezembersteinböcke mit dem Aspekt von Chiron zu tun haben, sprich gesundheitlich oder auch psychisch an ihre wunden Punkte kommen. Das spürt ihr wahrscheinlich besonders rund um den Vollmond am 1. Oktober, der euch all eure Baustellen schmerzlich bewusst machen kann. Die Botschaft ist immer die gleiche. Teilt euch eure Zeit gut ein, macht genügend Pausen, sorgt für einen gesunden Lebensstil, damit ihr bis Ende Dezember gut durchhaltet. Trotzdem wird der Oktober wahrscheinlich ein produktiver Monat für euch. Dabei solltet ihr wichtige und komplexe Vorhaben in die ersten beiden Wochen packen, denn danach wird der Merkur rückläufig und es läuft nicht mehr so rund. Eine große Unterstützung ist die Venus, die vom 2. bis 28. Oktober durch die Jungfrau läuft. Das bringt Linderung und Besserung und oft auch praktische Hilfe und Unterstützung. Schaut doch mal, wer euch vielleicht helfen könnte, damit die Arbeitsberge erträglicher werden. Denn Arbeit gibt es sicherlich reichlich. Das kann sowohl eure Karriere betreffen, wie auch wichtige persönliche Projekte. Mit irgendetwas Anstrengendem und Wichtigem sind zurzeit alle Steinböcke beschäftigt, die ich kenne. Schön ist der Aspekt von Fantasieplanet Neptun. Der steht günstig für alle, die schreiben, texten und sich mit Marketing und Kommunikation beschäftigen. Und außerdem werdet ihr von Uranus angeregt und inspiriert. An guten Einfällen, die ihr beruflich wie privat nutzen könnt, mangelt es euch bestimmt nicht. Zwischen dem 7. und dem 12. Oktober könnt ihr mit positiven finanziellen Überraschungen rechnen. Da könnt ihr auch einfach mal euer Lottoglück versuchen. In der Liebe seid ihr wahrscheinlich erstaunlich gut im Fluss, wenn man bedenkt, wie viel Theater sonst in der Luft liegt. Nehmt euch Zeit dafür. Ein gesundes Beziehungsleben kann ein Schlüssel für euren Erfolg sein und ist auch seelisch ein ganz wichtiger Ausgleich. Für Singles ist besonders die erste Monatshälfte vielversprechend, um einen Flirt anzufangen und Leute kennenzulernen. Das kann übrigens auch am Arbeitsplatz passieren. Da stehen interessante Begegnungen in den Sternen. Am 14. Oktober wird dann der Merkur rückläufig und das sorgt schon für einige Unruhe. Absprachen mit euren Freunden oder auch mit Leuten aus eurem Netzwerk könnten darunter leiden. Es kommt zu Missverständnissen und Planänderungen.
dann dürft ihr nicht die Geduld verlieren. Vor allem solltet ihr nicht drauf pochen, Recht zu haben, auch wenn es in der Sache stimmt. Denn wenn ihr jetzt Druck ausübt oder Leute belehren wollt, dann geht das nach hinten los. Garantiert. Übt euch in Gelassenheit, damit erreicht ihr mehr. Am 16. Oktober ist der Neumond in der Waage und beim Steinbock-Kollektiv fällt er ins Karrierehaus. Das kann ein guter Moment sein, um innezuhalten und zu überlegen, ob ihr auf einem guten Weg seid und wo ihr gegebenenfalls Abstriche machen müsst, um die Anspannung und den Druck aus der Situation herauszunehmen. Und Druck ist reichlich da, das seht ihr hier an diesem roten Dreieck im Horoskop. Und der geht eben hier genau in den Steinbock rein. Vielleicht lassen sich zum Beispiel Termine verschieben oder ihr müsst eins von euren vielen Vorhaben erstmal zurückstellen, um euch auf das Wichtigste konzentrieren zu können. Dabei helfen euch eure Vorstellungskraft, gute Ideen und vertrauenswürdige Mitarbeiter. Auch Menschen, mit denen ihr Interessen teilt und die Verständnis für eure Weltanschauung haben, können euch eine große Unterstützung sein. Ihr könnt auch in die Vergangenheit blicken und darüber nachdenken, was schon mal gut funktioniert hat und euch erneut helfen könnte. Am 21. Oktober geht die Lilith in den Stier und verabschiedet sich damit aus dem Spannungsaspekt zu eurer Sonne. Das werdet ihr daran merken, dass in den nächsten Wochen und Monaten einige Aufregungen nachlassen, zum Beispiel mit Frauenfiguren in der Familie. Lilith wird dann für die nächsten 9 Monate in einem erfreulichen und inspirierenden Aspekt zu euch stehen. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und aktiviert den Freundschaftsbereich eures Horoskops. Gleichzeitig wird eure Kreativität durch Lilith und Uranus angeregt und womöglich bekommt ihr schon wieder Lust, etwas Neues zu machen. Aber Vorsicht, noch ist der Merkur rückläufig und ihr habt ohnehin schon genug zu tun. Alles, was neu ist und von Freunden an euch herangetragen wird, solltet ihr ganz langsam angehen. Hallo, ihr wunderbaren Wassermann-Geborenen und Wassermann-Aszendenten. Ihr gehört zu denjenigen, für die es zurzeit recht gut läuft, weil der Mars günstig zu euch steht. Andererseits habt ihr ja mit Unruhestifter Uranus zu tun, der quer zu eurer Sonne steht und in diesem Monat stark aktiviert wird. Also mit einigen Planänderungen und Überraschungen müsst ihr schon rechnen. Zu Beginn des Monats steht die Sonne in der Waage vorteilhaft und der Vollmond im Widder am 1. Oktober steht ebenfalls günstig zu euch. Wenn ihr mitbekommt, dass Bekannte oder Kollegen sich abmühen mit dem Marstransit und nicht so können, wie sie wollen, dann könnt ihr jetzt punkten, indem ihr eure Hilfe und Unterstützung anbietet. Für euch kann es sich allerdings so darstellen, dass ihr nicht immer verstanden werdet. Ihr seid ja meistens ganz weit vorne geistig und eure Ideen sind auch ziemlich originell, da kommt nicht jeder mit. In der Hinsicht könnte es schon sein, dass eure Geduld auf die Probe gestellt wird, wenn Leute euch geradezu begriffsstutzig vorkommen und dann störrisch und widerspenstig reagieren. Dann kann manchmal das schöne Mantra »Willst du Recht haben oder willst du glücklich sein?« euch gute Dienste leisten. Insgesamt dürften die ersten beiden Wochen des Monats recht gut für euch laufen und ihr kommt gut mit euren Vorhaben voran, beruflich wie privat. In der Liebe sind diesen Monat die Konstellationen besonders günstig für euer Familienleben und eure festen Beziehungen. In der Familie gibt es höchstwahrscheinlich einige Aufregungen und Umbrüche und gerade jetzt im Oktober erhaltet ihr gute Unterstützung seitens eurer festen Partner. Dadurch könnt ihr gemeinsam die Neuausrichtung oder Veränderung, die ihr euch vielleicht vorgenommen hattet, in Angriff nehmen. Da sind die Konstellationen mit dem Lotto-Aspekt vom 7. bis 12. Oktober besonders günstig. Auch wenn es um eine gemeinsame Anschaffung geht, sind das gute Tage. Und beruflich ist das eine Phase, in der ihr ein lukratives Projekt anschieben könnt. Es winken auch überraschend gute Gewinne, besonders bei Projekten gemeinsam mit Finanzpartnern. Oftmals fühlt ihr euch auch durch eure feste Beziehung beruflich gut unterstützt und von eurem Schatz verstanden. Aber auch wenn ihr noch Single seid, zeichnen sich einige Chancen am Himmel für euch ab. Der Mondknoten zeigt die Verbindung mit attraktiven Menschen, mit denen ihr vielleicht ein Hobby oder ein sportliches Interesse teilt und dabei kann es dann auch anfangen zu prickeln. Diese günstige Tendenz hält die ersten 3 Wochen des Monats an. Am 14. Oktober wird dann der Merkur rückläufig, was für einige Unruhe sorgen kann. Unerwartete Entwicklungen in eurem Heim oder durch Familienmitglieder können eure Arbeitspläne durcheinander bringen. Da müsst ihr mit einigen Überraschungen rechnen und außerdem natürlich auch den üblichen Missverständnissen wegen Fehlinformationen.
Das dauert bis zum 3. November und ihr solltet sehr achtsam sein, wenn es um berufliche Absprachen geht. Falls ihr da was nicht einhalten könnt, gebt bitte unbedingt den Beteiligten Bescheid, sonst schadet das eurem Ruf. Am 16. Oktober ist der Neumond in der Waage, der ist sehr schön für euch. Ihr kommt ins Philosophieren und Planen. Dabei solltet ihr aber im Hinterkopf behalten, dass sich in eurem Leben wahrscheinlich noch einiges ändern wird. Aber das sollte euch nicht daran hindern, über die nächsten 4 Wochen und auch die nächsten 12 Monate mal nachzudenken und euch Visionen von der bestmöglichen Entwicklung zu gönnen. Am 21. Oktober passiert etwas für euch sehr Wichtiges. Dann geht nämlich die Lilith in den Stier und bildet für die kommenden 9 Monate einen angespannten Aspekt zu eurem Sternzeichen. Sie zeigt, dass ihr mit Menschen oder Ereignissen zu tun habt, die euch herausfordern oder provozieren. Das bringt euch in Kontakt mit Instinkten und Gefühlen, die ihr vielleicht verdrängt hattet, damit sie euren geistigen Frieden nicht stören. Viele Wassermanngeborene misstrauen ihren Gefühlen so ein bisschen, aber die melden sich eben jetzt zu Wort und wollen angeschaut und integriert werden. Das kann zum Beispiel durch Situationen mit Familienmitgliedern geschehen oder mit Leuten, mit denen ihr unter einem Dach wohnt, ausgelöst werden. Zu Lilith im Stier werde ich auch ein Special machen und wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wenn es online geht. Und achtet mal auf die Tage ab dem 23. Oktober, dann geht nämlich die Sonne in den Skorpion und aktiviert dann gleich die Konstellation mit Lilith und Uranus. Dann könnt ihr einen Vorgeschmack darauf bekommen, um was es gehen könnte. Vielleicht Zoff mit einer wilden Tochter oder Mitbewohnerin. Dabei ist oft das Thema, dass die betreffenden Personen sich mehr Freiraum wünschen. Und das gibt euch dann zu denken, denn ihr seid ja selbst sehr freiheitsliebend. Guckt euch das erstmal an, solange der Merkur noch rückläufig ist und macht euch innerlich Gedanken. Wenn ihr zum Beispiel zu Hause mit Widdern, Steinböcken, Krebsen oder Wagen zu tun habt, wäre jetzt kein günstiger Zeitpunkt, Grundsatzdiskussionen zu führen. Ab dem 28. Oktober unterstützt euch die Venus dabei, einen wohlwollenden Blick auf eure private Entwicklung zu werfen. Und für die Singles verspricht sie bis Mitte November charmante Flirtaspekte. Solltet ihr eine Reise vorhaben, könnt ihr unterwegs sehr nette Leute kennenlernen. Hallo, ihr fabelhaften Fischegeborenen und Fische-Aszendenten. Die typischen Fische-Eigenschaften von Friedlichkeit, Fantasie und Hilfsbereitschaft können euch in dieser chaotischen Phase des Mars-Transits viel nützen. Ihr könnt entweder Hilfe anbieten, damit würdet ihr Pluspunkte sammeln, oder ihr haltet euch einfach stillvergnügt aus allem heraus und zieht euer Ding durch, soweit das möglich ist. Wichtig ist nur, dass ihr euch nicht von frechen Mars-Typen ausnutzen lasst. Wenn euch die Konstellationen zu schaffen machen, dann wohl am ehesten im finanziellen Bereich. Die Wertschätzung eurer Leistungen und die entsprechende Bezahlung könnten so ein bisschen auf dem Prüfstand stehen. Das hatte ich ja schon mal erwähnt, dass ihr da gegebenenfalls kämpfen müsst. Und es kann nun sein, dass Zusagen wieder zurückgezogen oder einfach nicht eingehalten werden. Zum Beispiel, weil euer Auftraggeber selbst finanzielle Probleme hat. Gerade die Freelancer unter euch sind gut beraten, sich einen Teil des Honorars schon bei Abschluss des Projektvertrages auszahlen zu lassen. Die festangestellten Fische scheinen im Moment ganz gut durchzukommen. Aber auch bei euch kann es sein, dass es in der Firma vorübergehend zu finanziellen Engpässen kommt. Günstig sind die Konstellationen in den ersten beiden Wochen, um euch ins rechte Licht zu rücken für Werbung und Marketing oder wenn ihr mit Schreiben oder Texten oder Bloggen beschäftigt seid. Jetzt kommt aber die beste Nachricht. Eure Liebessterne stehen sehr romantisch und prickelnd. Vor allem, wenn ihr frisch verliebt seid oder gerade neue Leute kennenlernt, dürft ihr euch auf anregende Zeiten zu zweit freuen, die nicht nur voller Lachen, Überraschungen und Inspiration sind, sondern in denen ihr sogar praktische Sachen gemeinsam auf die Beine stellen könnt. Und für die Singles gibt es Flirtchancen ohne Ende, sowohl auf natürlichem Wege als auch über Internet- und Flirt-Apps. Das Beziehungsleben der festliierten Fische steht etwas mehr auf dem Prüfstand. Aber da sind Unterstützung und positive Impulse seitens der Familie zu erwarten. Der Vollmond am 1. Oktober kann einen wunden Punkt bezüglich der gegenseitigen Wertschätzung ins Bewusstsein bringen. Wenn ihr euch da zu wenig gewürdigt fühlt, gibt es immer einen guten Weg. Selber damit anfangen und das Gute am Partner öfter mal aussprechen. Meistens wirkt das Wunder und dann kommt auch alsbald entsprechende Wertschätzung zurück. Jedenfalls kann da etwas geheilt werden.
Im Laufe des Monats habt ihr sehr schöne Aspekte, um ein gemeinsames Projekt bei euch zu Hause in Angriff zu nehmen. Auch falls ihr einen Kinderwunsch habt, erhaltet ihr dafür kosmischen Rückenwind. Deswegen nehmt euch Zeit für die Liebe. Am günstigsten sind auf allen Ebenen die ersten beiden Wochen des Monats und die beste Phase ist die zwischen dem 7. und dem 12. Oktober. Das ist der Lotto-Aspekt. Günstig für die Finanzen oder eben zum Lottospielen. Am 14. Oktober wird der Merkur rückläufig und dann wird es unruhiger. Ihr wisst ja, das kann Missverständnisse und Planänderungen anzeigen. Und wenn ihr zu denen gehört, die gerade durch den Neptun-Einfluss besonders verpeilt sind, schreibt euch bitte immer alles in eure Agenda, damit ihr nichts vergesst oder verwechselt. Wenn ihr gerade einen Artikel oder Buch schreibt oder in Forschung und Lehre oder psychologisch arbeitet, seid ihr wahrscheinlich sehr inspiriert und es steigen die erstaunlichsten Erkenntnisse in euch auf. Aber drüber reden und das Ergebnis zeigen, das solltet ihr dann lieber erst nach dem 3. November tun, wenn der Merkur wieder direktläufig ist. Am 16. Oktober ist der Neumond in der Waage und der regt euch zum Nachdenken und Pläne machen über eure festen Beziehungen an. Ihr seht sowohl optimistisch das Gute als auch die Schwachpunkte, an denen ihr gerne noch arbeiten würdet. Es können aber auch Unstimmigkeiten zwischen Leuten aus eurem Freundeskreis und festen Partnern zum Thema werden. Dann könnt ihr den Neumond nutzen, um zu überlegen, wie ihr damit in Zukunft umgehen wollt. Mit Fantasie und einer liebevollen Haltung könnt ihr mögliche Probleme durchaus lösen. Vielleicht hängt auch der Haussegen schief, weil jemand aus dem Bekanntenkreis euer süßes, freundliches Verhalten als Flirt gedeutet hat. Tatsächlich haben wir zwischen dem 14. und dem 20. Oktober eine heikle Phase, die Fehldeutungen bei Liebe und Flirt anzeigt. Da müsst ihr genau darauf achten, welche Signale ihr aussendet. Am 21. Oktober geht die Lilith in den Stier. Sie bereichert dann für die nächsten 9 Monate eure Gedanken, auch um Tabuthemen, und lässt euch eure Gefühlswelt intensiver wahrnehmen. Das ist ein sehr inspirierender Aspekt, besonders für alle, die mit Worten und Sprache kreativ sind. Am 23. Oktober geht die Sonne in den Skorpion und bildet dann für die kommenden 4 Wochen stärkende und vitalisierende Aspekte für euch. Bis Monatsende aktiviert sie dann dabei gleich Lilith und Uranus und das kann zu einem Strom von spirituellen, poetischen, lustvollen oder provokanten Gedanken führen. Schreibt es auf oder haucht es euren Geliebten ins Ohr. Zu Lilith im Stier mache ich auch noch ein Special und wenn ihr meinen Kanal abonniert, könnt ihr euch benachrichtigen lassen, wann es online geht. Hier ist der Service-Teil mit allen Infos, was es bei mir Neues gibt und natürlich der Verlosung. Wenn ihr sehr gestresst seid und die Mars-Aspekte euch zu schaffen machen oder ihr die Themen für euer neues Jahr besprechen wollt, dann bin ich gern in einer ausführlichen persönlichen Beratung für euch da. Am besten ihr bucht die Beratung schon mal, denn es wird immer ziemlich voll zum Jahresende mit den Jahreshoroskopen. Die Mars-Analyse, den Vitalstatus, die Jahresvorschau und viele andere Themen gibt es auch als schriftliche Horoskope. Also schaut euch mal auf meiner Homepage um. Ich verlinke euch das hier auf der Infokarte und unten in der Videobeschreibung. Mein Jahrbuch 2021 könnt ihr jetzt schon vorbestellen. Geplant ist, dass es Mitte Oktober in Druck geht und Anfang November zur Verfügung steht. Ich schreibe es zusammen mit Ray Merriman und es wird auf Deutsch und Englisch erscheinen. Den Link zum Vorbestellen findet ihr natürlich auch unten in der Videobeschreibung und auf meiner Homepage unter Bücher. Bereits erschienen ist mein toller neuer Kalender mit den Mondphasen und den Tagesaspekten. Den könnt ihr direkt bestellen und einen verlose ich gleich hier. Vorher aber noch was zum Livestream. Der nächste Livestream mit Gewinnspiel ist für Anfang Oktober geplant. Dann reden wir über das Jahrbuch und die Jahreshoroskope. Wenn ihr rechtzeitig informiert werden wollt, wann der Livestream stattfindet, abonniert einfach meinen Kanal oder meldet euch bei meinem Newsletter an. Da erfahrt ihr es, sobald der Termin steht. Zum Gewinnspiel könnt ihr euch aber jetzt schon mal über meine Homepage anmelden. Und hier ist meine Verlosung im Oktober. Ihr könnt ein Exemplar meines tollen neuen Antonias Sternekalenders gewinnen. Ganz neu und zum ersten Mal erschienen. Das ist ein Wandkalender mit den Mondphasen und den wichtigsten Tagesenergien. Hat 12 wunderschöne Doppelseiten mit traumhaften Bildern.
Oben ist immer das Mottobild des Monats, unten das Kalendarium, wo wir den Tagen auch Farben für die jeweilige Stimmung zugeordnet haben. Und an der Verlosung eines persönlichen, signierten Exemplars nehmen alle teil, die mir hier einen netten und konstruktiven Kommentar posten und ganz wichtig, meinen Kanal abonnieren. Und wenn ihr schon treue Abonnenten seid, empfehlt doch bitte meine Videos weiter und lasst es mich wissen. Hier geht's zum Kanalabo. Empfehlen möchte ich euch noch mein Mars-Update und mein Mondzyklus-Video Balsam für die Seele und außerdem auch der Beitrag über Chiron im Widder. Das ist ja langfristig ein sehr wichtiger Einfluss für uns alle. Alles Gute mit den Sternen!